Ja, wir sind heute Nachmittag um 15.28 Uhr über mehrere Notrufe informiert worden über einen Brand in der Tiefgarage im Stadtteil Heumaden. Wir sind hier eingetroffen und haben in der Bernsteinstraße vorgefunden eine sehr starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage. Die Annahme war, dass in dieser Tiefgarage ein PKW brennt. Die weitere Information war aber, mit der wir gleich von Anfang an konfrontiert waren, dass ca. 50 Fahrzeuge in dieser Tiefgarage stehen könnten. Aufgrund dessen haben wir auch eine erhöhte Alarmstufe gefahren. Wir sind hier im dritten Alarm, das heißt, es sind drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr anwesend, sowie die Freiwillige Feuerwehr, Sonderfahrzeuge, Sonderkräfte noch. Entsprechend auch vom Rettungsdienst und von der Polizei Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. In der Summe sind wir insgesamt 79 Einsatzkräfte vor Ort. Wir haben aufgrund der vorgefundenen Lage einen massiven Löschangriff vorgenommen über die Zufahrt der Tiefgarage, haben auch hier spezielle Löschtechniken angewandt und konnten dann innerhalb von einer Dreiviertelstunde dann schon einen Erfolg erzielen. Und derzeit laufen die Nachlöscharbeiten. Wir konnten keine verletzte Personen beklagen an der Einsatzstelle. Es ist auch ein Gutes gewesen, oder es ist ein Gutes, dass die Tiefgarage vom eigentlichen Wohngebäude abgetrennt ist, keine direkten Zugänge, sodass auch die Bewohner des Gebäudes, des direkt angebauten Gebäudes, in erster Linie nicht in Gefahr waren. Die sind von uns sofort und vom Rettungsdienst versorgt worden, auch betreut worden, solange die Löschmaßnahmen liefen. Und mittlerweile können wir schon fast gar Feuer ausmelden. Wie gesagt, die Nachlöscharbeiten laufen noch. Wir gehen aber davon aus, dass noch circa eine Stunde bis eineinhalb Stunden hier der Einsatz fortdauern wird. Nach ersten Erkenntnissen hat tatsächlich ein PKW gebrannt in der Tiefgarage. Aber wie gesagt, die Nachlöscharbeiten laufen noch. Die Tiefgarage ist noch leicht verraucht und ich kann Ihnen zum jetzigen Augenblick noch nicht Näheres zur definitiven Lage sagen. Die Tiefgarage hat mehrere Rauchabzüge, natürliche Rauchabzüge durch Öffnungen. Der Rauch ist aber nicht in das Wohngebäude direkt eingedrungen durch eine Verbindungstür. Es waren lediglich ein paar Fenster gekippt an der Gebäudefront zur Tiefgarage hin. Aber wie schon eingangs gesagt, die Bewohner wurden aus dem Haus herausgeführt, durch uns betreut, haben in der Regel auch noch ihre Fenster vorher zugemacht, weil sie schon vor unserem Eintreffen die massive Rauchentwicklung bemerkt haben. Die Bewohner, wenn sie wieder zurück dürfen in ihre Wohnung, müssen auch aus Vorgabe von uns auch ihre Wohnung kontrollieren, ob sich darin Rauch befindet. Wenn dem so wäre, muss die Wohnung vorher belüftet werden, bevor sie überhaupt wieder zurück können für längere Zeit oder für immer dann in ihre Wohnung. Ja, mit diesen Lufs können wir einfach in so einem Fall wie in der Tiefgarage tief eindringen, von der Tiefe der Garage her gesehen. Wir können diese Geräte einsetzen anstatt unserer Mannschaft und vor allen Dingen auch nochmal, um die Temperatur in der Tiefgarage zu erniedrigen letztendlich, die Temperatur zu senken durch einen Wassernebel. Dann wird auch die Sicht besser und die Einsatzkräfte können danach nochmal vorgehen und dann letztendlich die letzten Glutnester dann auch nochmal löschen. Ja, die Einsatzdauer wird bestimmt noch ein bis eineinhalb Stunden dauern. Wir müssen noch definitiv den Brandort ausfindig machen, die letzten Glutnester dann auch löschen. Solange wird auch hier noch die Feuerwehr vor Ort sein. Wir werden die Bewohner des direkt angebauten Gebäudes auch noch weiterhin betreuen, zusammen mit dem Rettungsdienst. Und von daher wird sich der Einsatz noch einige Zeit dann auch noch ziehen.